So, ich würde vorschlagen, wir beginnen so langsam. Herzlich willkommen zum Vortrag von Dr. Berthold Vogel. Er ist der Direktor des Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen und Mitarbeiter am Institut für Sozialforschung in Hamburg. Hier bei der Heinrich-Böll-Stiftung koordiniert er die Kommission Zukunft der öffentlichen Güter. Und genau darum geht es jetzt auch in diesem Vortrag. Öffentliche Güter im weitesten Sinne, das, was der Staat der Gesellschaft anbietet, was sich die Gesellschaft leisten möchte, Verwaltung, Kultur, Wasser, Energieversorgung, all das. Im Mittelpunkt stehen die Fragen, wie gerecht ist der Zugang zu diesen Gütern hier bei uns im Land und gibt es möglicherweise auch einen Zusammenhang zwischen der Qualität der Beteiligung an diesen Gütern und der Qualität der Güter selbst. Das ist eine Einführung in die zweite Runde der Workshops ab 15.30 Uhr, Orte der Beteiligung und ich glaube, wir können loslegen. Begrüßen Sie bitte Dr. Berthold Vogel. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für die Einladung, hierher nach Berlin zu kommen und vielen Dank auch für die einführenden Worte. Ich bin nicht so ganz sicher, ob ich wirklich alle Fragen beantworten kann, die Sie da jetzt gestellt haben. Das ist ja alles gar nicht so unkompliziert. Wir haben ja es hier mit einem Kongress zu tun, der sich ein großes Thema vorgenommen hat, nämlich das Thema der Demokratie. Ein weites Feld und ja, die Demokratie ist nicht nur ein weites Feld, sondern die Demokratie ist natürlich auch immer, und wenn man sich ein bisschen in der Literatur umschaut, und wenn man so die gesellschaftlichen Debatten verfolgt, die Demokratie ist immer ein Thema gewesen, was Anlass geboten hat zu allerlei ja, Boxgesängen der Trauer und Krisenszenarien. Ich hatte, moderner Mensch, wie ich bin, mir gestern Abend, weil ich es noch nicht geschafft habe, nach Berlin zu kommen, mir im Livestream die Diskussion angeschaut, die jetzt zum Auftakt dieser Tagung stattgefunden hat. Und da würde ich auch sagen, also bis auf vielleicht Ralf Fuchs, war auch relativ viel von multiplen Krisen und Krise der Demokratie und also ist schon, also oder wenn Sie denken an die ganze Debatte über Postdemokratie, was wir da im Moment haben, das ist ja so ungefähr die prominenteste Melodie der Krisenszenarien, die uns einfällt zum Thema Demokratie. Also man kann da eigentlich doch etwas melancholisch und traurig werden, wenn man sich dieses Thema anschaut. Nur habe ich eigentlich eine ganz andere Vermutung. Meine Vermutung ist eigentlich die, dass nicht der Abgesang dominieren wird auf Demokratie in den kommenden Jahren, sondern dass wir eher im Gegenteil vor einer sehr umfassenden und sehr produktiven Debatte zum Thema Demokratie stehen. Das zeigt unter anderem dieser Kongress. Das zeigt aber auch ein bisschen der Blick auf die Schreibtische der Kolleginnen und Kollegen, was da im Moment so publiziert wird. Also ich stimme gewiss nicht ein in das Klagelied über den Niedergang der Demokratie oder über die Krise der Demokratie, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin sehr optimistisch, was wir erwarten können in den nächsten Jahren an Debatten zur Demokratie, an einer Wiederbelebung der demokratischen oder der Debatte um Demokratie. Und da ist im Grunde genommen auch das Motto dieses Kongresses, Demokratie als Baustelle, gar keine schlechte Metapher. Denn diese Metapher, die macht ja drei Dinge deutlich. Sie macht zum einen deutlich, dass wenn wir über Demokratie sprechen, dass wir immer über eine ganze Menge an Arbeit mit der Demokratie, an Energie, die wir für Demokratie aufwenden müssen und an Engagement, was wir für Demokratie aufwenden müssen, zu tun haben. Sie macht zum anderen aber auch deutlich, und jeder, der sich mit Baustellen auskennt, weiß das nur zu genau, man braucht bei Baustellen eine Menge Geduld und man braucht vor allen Dingen auch eine ganze Menge Improvisationstalent. Also ich denke, das ist auch eine wesentliche Tugend einer demokratischen Gesellschaft, Improvisationstalent zu haben. Und darauf werde ich in meinem Beitrag zum Beginn dieses Nachmittags versuchen, etwas Ihre Aufmerksamkeit zu lenken. Wenn man mit der Metapher der Baustelle arbeitet, hat man es auch immer mit Produzenten und Produktionsbedingungen zu tun. Und das finde ich natürlich auch eine interessante Frage. Also wer produziert eigentlich die Demokratie?
Da würden wir immer sagen, das machen die Bürgerinnen und Bürger, aber machen ja nicht nur die Bürgerinnen und Bürger. Und was sind eigentlich die Produktionsbedingungen, unter denen Demokratie hergestellt wird? Ich finde, das sind Fragen, die auf jeden Fall auch mit auf die Agenda gehören und die angeregt werden, auch über den Titel dieser Veranstaltung Baustelle Demokratie. Mein Beitrag hat drei Leitfragen, und die lauten: Was macht Demokratie stark? Die zweite Frage wird sein: Was schwächt? Was macht Demokratie stark? Meine erste Frage. Wenn wir das soziologisch betrachten, dann könnte man drei Punkte zu dieser Frage, was macht Demokratie stark, festhalten. Denn unter einer soziologischen Perspektive bezieht Demokratie ihre Stärke aus der Tatsache, dass es ihr gelingt, eine Profitierungsgemeinschaft zu bilden, gesellschaftlich. Also, dass man was davon hat, von dieser Gesellschaftsform. Demokratie ist ja nicht nur ein abstraktes Ideal, eine Art moralische Veranstaltung, wo man seine guten Gesinnungen ausleben kann, sondern man kann nur mit einer Akzeptanz einer bestimmten politischen Form von Gesellschaft rechnen, wenn die Menschen etwas davon haben, in einer Demokratie zu leben. Ich komme darauf gleich nochmal zurück. Der zweite Punkt: Demokratie bildet so etwas wie eine Ideengemeinschaft. Freiheits- und Freizügigkeitsrechte gewährleistet. Also in dem Sinne Profitierungsgemeinschaft. Demokratie ist dann, dass wir uns als Bürgerinnen und Bürger politisch betätigen können, ohne unser Leib und unser Leben zu gefährden. Demokratie ist dann, dass wir einen Beruf oder eine Ausbildung wählen können, nach der uns unser Sinn steht und für das unser Herz schlägt. Demokratie ist, dass wir ohne Ansehen unserer Person gesellschaftlich vorankommen können. Demokratie ist auch beispielsweise, dass sich nicht das Recht des Stärkeren durchsetzt, also das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit. Demokratie ist auch, wenn wir in dem Betrieb, in dem wir arbeiten, oder in der Behörde, oder in der Einrichtung, in der wir arbeiten, nicht einfach nur Spielball wirtschaftlicher Interessen sind. Überhaupt gibt es eine lange und starke Tradition, Demokratie im Betrieb oder Demokratie vom Betrieb her zu denken. Also denken Sie etwa an die Debatten der frühen Arbeits- und Industriesoziologie der Bundesrepublik. Das war im Grunde genommen die Vorstellung davon, wir können nur eine demokratische Gesellschaft bauen, wenn wir lernen, wie Demokratie bereits im Betrieb beginnt. Dass auch die gesamte Rechtfertigung für das Arbeitsrecht, Sinsheimer in den 20er Jahren, hat im Grunde genommen gesagt, der Betrieb ist eine Schule der Demokratie. Im Betrieb über Mitbestimmung, über Arbeitnehmerrechte lernen die Menschen an einem ganz zentralen Ort, an dem sie sich täglich bewegen, was demokratische Spielregeln sind, welche Möglichkeiten sie haben, welche Rechte ihnen zustehen, welche Verpflichtungen sie eingehen, etc. Und es war vielleicht auffällig, oder ich bin noch mal durch das Programm gegangen, dass diese Frage eigentlich in dem Programm dieser Veranstaltung eine etwas geringe, also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Rolle spielt. Arbeit und Demokratie oder Betrieb und Demokratie. Also wie gesagt, eine ganz zentrale Frage, mit der sich auch die Gesellschaftswissenschaften in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder herumgeschlagen haben. Also, lange Rede, kurzer Sinn zu dieser Profitierungsgemeinschaft. Demokratie ist eben nicht nur eine abstrakte Idee, mit der wir es dann zu tun haben. Oder eine Moralanstalt oder ein Wertehimmel, nach dem wir streben, sondern Demokratie verspricht Spielräume, sie verspricht Freizügigkeiten, sie verspricht Freiheiten. Und genau in dem Sinne ist sie eine Profitierungsgemeinschaft. Gehen wir zu dem zweiten Punkt, Demokratie als Ideengemeinschaft. Wenn wir das so praktisch uns anschauen, also Demokratie nicht nur als eine Werteordnung betrachten oder als eine normative Ordnung, sondern als was ganz Praktisches, was uns in unserem täglichen Leben bestimmte Freiheitsspielräume gewährleistet, dann ist wiederum Demokratie eine Ideengemeinschaft, deren zentrale Prinzipien
Ebenbürtigkeit und Einbezogensein sind. Insbesondere den Gedanken der Ebenbürtigkeit hebt, und das als kleinen Hinweis auf die aktuelle Literatur zum Thema Demokratie, hebt der französische Soziologe Pierre Rosa-Vallon in seiner aktuellen Studie zu einer Gesellschaft der Gleichen markant hervor. Im Übrigen auch interessant, dass das Thema Gleichheit, was ja immer etwas problematisch behandelt worden ist in der Vergangenheit, dass das offensichtlich auch sehr viel stärker in die gesellschaftliche, gesellschaftswissenschaftliche und auch politische Debatte zurückkehrt. Ebenbürtigkeit, so Rosa-Vallon, um ihn kurz zu zitieren, ist die Voraussetzung, ein Gemeinwesen zu erzeugen, um mit Leben zu füllen. Doch dieses Gemeinwesen wird nur dann lebens- und überlebensfähig sein, wenn es eine Gemeinschaft der Bürgerinnen und Bürger begründet, wenn es das Einbezogensein ermöglicht. Das ist der Gedankengang bei Rosa-Vallon. Es gibt natürlich viele andere Interpretationen zur Ideengemeinschaft, auch der Demokratie, aber ich fand den Gedanken der Ebenbürtigkeit und des Einbezogenseins gewissermaßen als ein verwandtes Begriffspaar sehr attraktiv. Der letzte Punkt, was macht Demokratie stark? Demokratie macht stark, dass sie eine Zuwachsgemeinschaft ist. In den gerade eben erwähnten Prinzipien von Ebenbürtigkeit und Einbezogensein spiegelt sich ja auch der Wille der Menschen in einer Gesellschaft, sich zu entwickeln. Der Wille, jemand zu sein. Insofern muss die Demokratie getragen werden von Menschen, die etwas aus ihrem Leben machen wollen, die vorankommen wollen, die einen Fortschritt für sich sehen wollen und die einen Fortschritt für andere sehen wollen. Demokratie als politische Lebensform, wenn wir so Demokratie begreifen, ist mit der Chance auf Aufstieg und der Bereitschaft zu Wachstum verknüpft. Man könnte also sagen, Demokratie funktioniert nur dann, wenn sie relevanten Gruppen und Klassen einer Gesellschaft Aufstiegsperspektiven bietet, wenn sie Weiterentwicklung möglich macht. Man könnte noch weiter überlegen und könnte sagen, Demokratie ist im Grunde genommen zentral auf Wachstum im Sinne von Weiterentwicklung angewiesen, sodass das ja auch nicht gerade wenig prominente Mantra von Verzicht, Askese, Selbstbescheidung möglicherweise keine tragfähige Grundlage für eine demokratische, für eine partizipative, für eine innovative Gesellschaftspolitik ist. Und das schließt im Grunde genommen sehr an die Überlegungen, die ich ausgesprochen sympathisch finde, von Ralf Füchs an, der ja in seiner erfreulich postwachstumskritischen Schrift Intelligent wachsen nicht nur mit Blick auf die Ökonomie davon spricht und ein engagiertes Plädoyer hält für eine etwas andere qualitativ orientierte Wachstumspolitik, sondern der ja im Grunde genommen damit auch darauf aufmerksam macht, dass eine Gesellschaftspolitik, die auf Verzicht und auf Selbstbeschränkung aufbaut, die Askese predigt und Stillstand postuliert, vermutlich eher autoritär sein wird. Also ich will damit sagen, wenn wir über Demokratie sprechen, glaube ich, müssen wir über Zuwachsgemeinschaften, über Wachstum sprechen. Über die Art des Wachstums wäre dann noch zu reden, aber eine Gesellschaft des Stillstands, weiß ich nicht, ob das eine demokratische Gesellschaft sein kann. Was macht Demokratie stark? Gehen wir noch einen letzten Schritt zu dieser Frage weiter und schauen uns an, was die Grundlagen dafür sind, dass sich so etwas heranbilden kann wie eine Profitierungsgemeinschaft, eine Ideengemeinschaft, eine Zuwachsgemeinschaft. Wenn Demokratie als politische Lebensform, als eine soziale Idee funktionieren soll, dann hat das nicht nur was mit den Punkten zu tun, die ich gerade schon angesprochen habe, sondern auch damit, dass eine solche Demokratie tragfähige Public Goods benötigt, also Orte stabiler öffentlicher Güter, stabiler öffentlicher Infrastrukturen. Und noch einen Schritt weiter, diese Güter und diese Infrastrukturen brauchen Menschen, die sie tragen, Menschen, die ihnen ein Gesicht geben, die so etwas wie Institutionenverstand besitzen, die mit diesen Public Goods umzugehen wissen, die nicht nur über eine gute Gesinnung verfügen, oder wenn man mit Hegel sprechen würde, leeres Sollen postulieren. Nein, es geht darum, öffentliche Institutionen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es geht darum, sie zu pflegen. Es geht darum, sie auch zu verändern. Es geht darum, sie als einen Rahmen zu betrachten, in dem man sich bewegen kann, im Sinne einer Profitierungs- oder Zugewinngemeinschaft. Es geht aber nicht darum, sie als Korsett zu behandeln.
Von den Personen, die das verstehen, lebt die Demokratie. Das heißt, wir können über Demokratie und über all die Punkte, die ich schon erwähnt habe, gar nicht sprechen, wenn wir nicht über eine entsprechende Struktur von Public Goods uns unterhalten und vor allen Dingen über die Menschen, die diese Public Goods mit Leben füllen, tragen, vertreten, repräsentieren. Demokratie ist in dem Sinne eine Verfahrensfrage, aber sie ist nicht nur eine Verfahrensfrage, sondern dieses Verfahren muss gefüllt werden. Und auch da, würde ich sagen, kommt es wieder sehr auf die Qualität an, wie dieses Verfahren gefüllt wird. Man könnte es nochmal anders formulieren, indem man sagt, Demokratie mutet den Bürgern etwas zu, sie mutet aber insbesondere denen etwas zu, die die öffentlichen Güter der Demokratie bewirtschaften, die zentrale Institutionen und Ämter der Demokratie ausfüllen und tragen. Und ich denke, es spricht auch vieles dafür, dass wir diese Trägergruppen stärker in den Blick nehmen müssen, dass wir diese Trägergruppen stärker stützen müssen. Zusammengefasst könnte man zu dem Punkt sagen, demokratische Institutionen haben auch da was ungemein Praktisches. Es sind Arbeitsorte, es sind Ämter, das sind Gerichte, das sind Schulen, das sind Behörden, Polizeiwachen, Gefängnisse. Alles das gehört zu einer demokratischen Gesellschaft. Und es kommt sehr darauf an, wie diese öffentlichen Güter bewirtschaftet werden, unter welchen Bedingungen. Sie erinnern sich vielleicht daran, ich bin ja eingestiegen, Baustelle Demokratie, Produkte und Produktionsbedingungen, wie die Produktionsbedingungen dieser öffentlichen Güter aussehen. Was macht die Demokratie stark? Das war die erste Frage. Was schwächt Demokratie? Wenn wir darüber nachdenken, was die Demokratie schwächt, und die ersten 10 Minuten dieses Vortrags sollten eigentlich vor allen Dingen Ihnen nochmal deutlich machen, dass wir mit guten Gründen auf die starken Seiten der Demokratie zunächst blicken sollten, aber gleichwohl, es gibt den Krisendiskurs, der ja auch nicht ohne Belang ist und den ich auch gar nicht karikieren möchte. Wenn wir auf den Krisendiskurs schauen, was schwächt Demokratie, dann können wir möglicherweise ganz gut zwei unterschiedliche Begründungen unterscheiden. Das eine sind eher, ich würde es mal nennen, mechanische Gründe. Also das postdemokratische Argument beispielsweise, das ja nichts anderes besagt als Demokratie, das ist gewissermaßen nur noch ein Schauspiel auf den Vorderbühnen. Die wahren Interessen, die wahre Mechanik der Gesellschaft findet aber auf der Hinterbühne statt. Dort wirken die unerbittlichen ökonomischen Interessen. Und das, was wir vorne als Bürgerinnen und Bürger zu sehen bekommen, das ist nur die Schauseite der Demokratie. Das ist ja im Kern das postdemokratische Argument. Die Veränderung der Demokratie zu einer Art Performance, die nur noch stattfindet. Weiter ohne Belang, aber dann doch weitgehend unterhaltsam. Mechanisch ist auch das Argument der Gegenwartsschrumpfung, also das von der, gewissermaßen von der Beschleunigung durch Ökonomisierung ausgeht. Politik, demokratische Politik hat immer weniger Zeit. Auch hier wirken ökonomische Determinismen reichlich unerbittlich und die Mechanik des ökonomischen Zwangsapparats beschleunigt sich, gewinnt an Kraft und zerstört, unterspült gewissermaßen demokratische Prozesse. Das sind eher mechanistische, fast schon technische Argumente zu der Frage, was schwächt Demokratie. Ich würde davon unterscheiden einige substanzielle Gründe, die tatsächlich in den empirisch messbaren Veränderungen von gesellschaftlicher Wirklichkeit liegen. Und da würde ich nur sagen, der größte Feind der Demokratie sind nicht die postdemokratischen Machenschaften, sondern der größte Feind der Demokratie und der größte Feind von Profitierungsgemeinschaft Demokratie, von Ideengemeinschaft Demokratie, von Zugewinngemeinschaft Demokratie ist die wachsende materielle und soziale Ungleichheit einer Gesellschaft. Also soziale Disparitäten, die dazu führen, einerseits zu einer radikalen sozialen Abschließung der Oberklassen, zu einer wirtschaftlichen und wohlfahrtsstrukturellen Überlastung der Mittelklassen und zu einer wirtschaftlichen und kulturellen Abkopplung der Unterklassen. Diese Prozesse haben sehr eindrucksvoll beschrieben Pearson und Hacker beispielsweise für die Vereinigten Staaten. Winner-Take-All-Politics nennen sie das. Ein Historiker musste es nun tun, leider kein Soziologe, der Hans-Ulrich Wähler nämlich, der auf diese Ungleichheitsverstärkungen hierzulande in einer jüngsten Schrift mit Nachdruck hingewiesen hat. Das wäre mein zentraler Punkt an der Stelle. Was Demokratie gefährdet,
ist vielleicht weniger die Lobbypolitik. Das war ja auch gerade ein sehr schönes Beispiel, was wir im Vorlauf zu diesem Vortrag gesehen haben. Aber im Grunde genommen, es sind die Ungleichheiten einer Gesellschaft. Und umgekehrt sind es die Gleichheiten einer Gesellschaft, die es ermöglichen, aus Demokratie und aus Demokratie als politischer Lebensform so etwas wie eine Zugewinn-, eine Profitierungsgemeinschaft zu machen. Das ist der eine Punkt. Dieser eine Punkt hat insofern noch eine besondere Bedeutung, weil der größte Feind der Demokratie die wachsende ökonomische Ungleichheit auch in der Hinsicht ist, weil sie die materiellen Grundlagen demokratischer Erfahrung, insbesondere in den Kommunen, auszehrt. Es gibt ja nicht nur eine private Armut, mit der wir es zu tun haben, sondern mit Blick auf die Kommunen auch eine öffentliche Armut. Wir haben es daher nicht nur mit deutlich zunehmender wirtschaftlicher Disparität zu tun, sondern eben auch sehr konkret auf kommunaler Ebene mit Blick auf öffentliche Güter, mit Blick auf öffentliche Infrastrukturen, mit einer fiskalischen Erschöpfung der Kommunen. Die, so wäre zumindest mein Verständnis davon, so etwas wie die lokalen Leistungsträger einer sozialen Demokratie sind. Und der dritte Punkt, die Beanspruchung und Zumutung derer, die im Dienste öffentlicher Güter stehen. Ich hatte jüngst ein Gespräch mit Richtern gehabt, auch über den Zustand der Gerichtsbarkeit. Sieht nicht so schlecht aus, kann ich sagen. Aber das Ganze stand unter dem Titel, und das fand ich dann ganz treffend, die Zumutung des Idealismus. Was heißt das? Das heißt, dass wir gerade im öffentlichen Sektor eine Tendenz beobachten, dass die gesellschaftspolitische Vernachlässigung in der Bewirtschaftung öffentlicher Güter mit der Hoffnung verknüpft wird, dass die innere Bewirtschaftung öffentlicher Güter weiterhin funktioniert. Ich will damit sagen, wir verschlechtern die Rahmenbedingungen der Erstellung öffentlicher Güter, der Produktionsbedingungen von Demokratie und hoffen auf die Stabilität des Arbeitsethos in den öffentlichen Bereichen. Das gilt offensichtlich für Richter, das gilt für Pflegekräfte, das gilt für Lehrerinnen und Lehrer. Und das ist riskant, weil, und darauf läuft ja etwas auch mein Argument, was ich schon vorhin bei der Frage, was stärkt Demokratie, zu formulieren versucht habe. Wir müssen auch auf diejenigen achten, die öffentliche Güter, die Demokratie im Grunde genommen produzieren, herstellen. Und wenn wir auf einen solchen Mechanismus, eine solche Zumutung des Idealismus hoffen, glaube ich, sind wir langfristig gesellschaftlich auf einem schwierigen, auf einem verlorenen Pfad. Besonders eindrucksvoll fand ich, als ich neulich las, und das ist genau so eine Zumutung, von der da die Rede war, dass Beschäftigte in griechischen Krankenhäusern zum Teil seit 7, 8 Monaten keinen Lohn bekommen haben, aber jeden Morgen zur Arbeit erscheinen und ihre Arbeitsstelle nach wie vor ausfüllen. Das ist eine enorme Zumutung und offensichtlich setzt man darauf, dass gewissermaßen durch die Begründung oder durch eine innere Motivation des Arbeitsethos diese öffentlichen Güter weiterhin erstellt und getragen werden. Das ist natürlich jetzt kein Beispiel, was für unsere Gesellschaft hierzulande gilt, aber ich glaube, das Spannungsverhältnis, das müssen wir im Blick behalten. Wie bewirtschaften wir öffentliche Güter auf der einen Seite und was muten wir denjenigen zu, die diese öffentlichen Güter tragen? Ja, letzte Frage, womit und durch wen erneuert sich Demokratie? Wir sprachen jetzt über das, was Demokratie stark macht und wir haben über das gesprochen, was sie schwächt. Und die Frage wäre jetzt, wie reagieren wir auf Veränderungen, auf Zumutungen? Und wie reagieren wir darauf, dass ja, möglicherweise dann doch Demokratie als Profitierungsgemeinschaft, als Zuwachsgemeinschaft, als Ideengemeinschaft in ihrer Funktionsweise gefährdet ist. Eine Reaktion, und ich hatte Ihnen ja gesagt, dass nach meiner Überzeugung es vor allen Dingen die wachsende soziale und materielle Ungleichheit ist, die an den Grundlagen der Demokratie zehrt. Eine Antwort auf gesellschaftliche Ungleichheit und auf gesellschaftliche Spaltung war seit jeher gewesen Public Goods, öffentliche Güter, die durchaus auf sehr unterschiedliche Art und Weise gesellschaftlich hergestellt werden können, durch Staat und Kommunen, durch Verbände, Stiftungen, Unternehmen, bürgerschaftliches Engagement etc. Aber sie sind allesamt und deswegen sind sie eine Antwort auf die Frage, womit und durch wen erneuert sich Demokratie. Sie sind eine wesentliche Antwort,
um in einem übergreifenden Sinne die Voraussetzungen und die Grundlagen einer bürgerschaftlichen Demokratie, einer rechtsstaatlichen Gesellschaft schaffen zu können. Das wäre die erste Antwort, Stärkung der Public Goods. Die zweite Antwort wäre, und das steht damit in unmittelbarem Zusammenhang, die Stärkung der Kommunen als Zentralorte der Demokratie. Darauf hatte ich bereits gerade hingewiesen. Und die dritte Antwort wäre, auch das spielte schon eine ganz zentrale Rolle, durch die Aufmerksamkeit für diejenigen, die im Dienste öffentlicher Güter stehen und sich im Dienste öffentlicher Institutionen sehen. Denn wenn wir über die Zustände, über die Bedingungen, die Voraussetzungen von Demokratie sprechen, dann reden wir, um das Plädoyer noch mal etwas stärker an der Stelle zu führen, dann reden wir über das Verhältnis von Bürger und Staat. Und wenn Sie sich das Programm anschauen, dieser Veranstaltung, dann sehen Sie heute Vormittag und heute Nachmittag, da kommen die Stichworte mehr Bürgerbeteiligung, mit Bürgerinnen und Bürgern planen, Schüler- und Elternbeteiligung in der Schule, Energie in Bürgerhand, digitale Beteiligung, Mitbestimmung in der Pflege, zivilgesellschaftliche Eigeninitiative und ähnliche Stichworte. Ich finde, das sind alles wichtige Themen, das ist gar keine Frage. Nur, wenn wir über diese Themen sprechen, dann denke ich, und wir sprechen über die Baustelle Demokratie, dann denke ich, müssen wir auch thematisieren, ganz konkret, ganz praktisch, die Personen, die verwalten, die beraten, die pflegen, die lehren, die sichern, die gewährleisten, die all diese Dinge tun, weil sie im Grunde genommen die zentralen Akteure auf der Baustelle Demokratie sind. Und auch wenn wir uns relativ sicher sind, und das auch in einer guten grünen Tradition steht, dass wir mehr Beteiligung brauchen und mehr bürgerschaftliches, zivilgesellschaftliches Engagement, um die Unlust an der Demokratie zu bekämpfen, um postdemokratische Verhältnisse aufzuhalten, wie auch immer, Apathie etc., so dürfen wir dennoch nicht übersehen, dass die Demokratie eben nicht nur vom Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger lebt und von den Partizipationsmöglichkeiten, die wir ihnen bieten, sondern die Demokratie lebt eben auch wesentlich von denen, die genau das tun, was ich gerade gesagt habe, nämlich demokratische Bedingungen herstellen, sichern, anbieten und gewährleisten. Und so bleibt zum Abschluss eine Frage oder vielleicht auch eher ein Appell, gerade weil mir auch aufgefallen ist, dass das Thema Arbeit, Betrieb vielleicht eine doch etwas zu geringe Rolle auch bei diesem Kongress spielt. Wer arbeitet, buchstäblich, wer arbeitet an den Orten der Demokratie, unter welchen Voraussetzungen und welche Voraussetzungen braucht es, um zugängliche, integrative, transparente öffentliche Güter und Dienste am Leben zu erhalten. Das heißt, wer trägt die Verantwortung für die Orte und für die Institutionen der Demokratie? Und damit sind wir dann eigentlich am Ende, wenn wir diesen Bogen nochmal durchgehen, vom Beginn her. Demokratie verstanden als eine Profitierungsgemeinschaft, als eine Ideengemeinschaft, die sehr stark und sehr prominent auf Ebenbürtigkeit, auf Einbezogensein, als demokratische Qualitäten hinweist, aber eben auch als eine Zuwachsgemeinschaft, in der sich etwas entwickeln kann, in der Freiräume da sind, in der man gewissermaßen vorankommen kann, dann kommen wir am Ende dieses argumentativen Bogens auf die Frage, naja, im Grunde genommen ist die Baustelle Demokratie und wenn wir über die Arbeitsbedingungen, über die Produktionsbedingungen öffentlicher Güter reden, reden wir natürlich ganz wesentlich über Verteilungsfragen, über Steuerpolitik als ganz zentrale Voraussetzungen von und Herausforderungen demokratischer Politik. Und dann könnte die Antwort auf die Ausgangsfrage dieses Vortrags, wo was passieren muss, in einem ganz materiell praktischen Sinne lauten, Geld und Personal. Und es sind auch die Verteilungsfragen, an denen wir arbeiten müssen, wenn wir über die Baustelle Demokratie reden und wenn wir über die Qualität der Demokratie reden, in der wir leben. Vielen Dank. Dr. Vogel, wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Haben Sie Fragen an Dr. Vogel? Bitte schön. Soll ich hier bleiben? Oder ja, bleiben Sie am besten. Gut. Können Sie mir vielleicht noch einmal erklären, wie der kausale Zusammenhang zwischen irgendwie
sozialer und materieller Ungleichheit ist und wie das, also wie das eine irgendwie die Schwäche für eine Demokratie, weil ich hätte das eher als ein Ziel gesehen der Demokratie, dass es zu Gleichheit, irgendwie sozialer und materieller Gleichheit kommen sollte und nicht als eine Bedingung. Das würde mich nochmal interessieren. Direkt? Okay. Es ging um die Frage, also die Leitlinie war ja gewesen, Stärken und Schwächen, oder was stärkt Demokratie, was schwächt Demokratie. Und was stärkt Demokratie sind bestimmte Prinzipien, also diese Idee, einer Profitierungsgemeinschaft zu sein, eine Zugewinngemeinschaft zu sein, etc. Wenn wir uns dann die Frage stellen, naja gut, was sind jetzt eigentlich die konterkarierenden Elemente, was ist eigentlich das, was demokratischen Prozessen zuwiderläuft, dann haben wir ja dann eine Fülle von Analysen und eine Fülle von Faktoren. Und worauf ich hinweisen wollte, ist, dass im Grunde genommen das, was eigentlich demokratische Qualität zerstört, was demokratische Gesellschaften im Kern trifft, eine Situation ist verschärfter materieller und sozialer Ungleichheit. Also Ungleichheit ist im Grunde genommen das Element, was demokratische Verhältnisse porös macht. Und das ist natürlich kein Zustand, der neu eingetreten ist, sondern Demokratie war in gewissem Sinne, und so verstehe ich jetzt etwas Ihre Frage, immer auch eine Antwort darauf gewesen, demokratische Verhältnisse in einer besonderen Art und Weise auf gesellschaftliche Ungleichheiten zu reagieren, unter anderem eben durch eine bestimmte Struktur öffentlicher Güter, durch ein bestimmtes öffentliches Engagement, einen bestimmten Mechanismus von sozialen Ausgleichsregeln herzustellen, um soziale Ungleichheit zu konterkarieren. Aber wenn wir heute darauf schauen, was ist eigentlich das, was Demokratie gefährdet, was Demokratie verwundbar, vulnerabel macht, dann ist es im Grunde genommen die Ungleichheit. Und insofern schließt sich daran dann das Plädoyer an, wenn wir mit dieser Ungleichheit zurande kommen wollen und wenn wir uns durch eine Dramatisierung sozialer Ungleichheit uns Demokratie nicht zerstören lassen wollen, müssen wir im Grunde genommen die Kapitalien bewahren, die wir bereits geschaffen haben, nämlich öffentliche Güter und auch die Produktionsbedingungen öffentlicher Güter so bewahren, dass wir tatsächlich auf Ungleichheiten, die dem ökonomischen Sektor entstammen, entsprechend reagieren können. Aber Ungleichheit ist im Unterschied, und so ein bisschen in diese Richtung war natürlich auch das Argument gestrickt, zu sagen, naja, wir reden über Postdemokratie und wir reden über all diese Dinge, aber wo liegt eigentlich der Kern von Gefährdungen von Demokratie? Und der Kern von Gefährdung von Demokratie liegt meines Erachtens genau in wachsender sozialer Disparität. Habe ich hier vorne noch eine Frage? Sie haben mehrfach gesagt, dass das Thema Demokratie in der Wirtschaft so stark ausgeklammert wird. Haben Sie eine Idee, woran das liegt? Das Thema Demokratie, das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Sie haben gesagt, das Thema Demokratie in Unternehmen kommt kaum vor, haben auch beklagt, dass es so, bei der Prozessplanung nicht vorkommt. Haben Sie eine Idee, woran das Ausblenden dieses Themas liegt? Ich habe eigentlich keine Idee, aber es war auf jeden Fall auffällig, weil wie gesagt, es gibt ja eine ganz lange Tradition der Debatte auch darüber, dass gewissermaßen der Betrieb, die Unternehmen eine Art Lernort auch von Demokratie sind. Also eigentlich die Motivation der frühen Arbeitssoziologie in den 50er, 60er Jahren, und ich hatte ja auch das Arbeitsrecht erwähnt, auch da war die Motivation ja immer sehr stark zu sagen, naja, im Grunde genommen können wir eigentlich eine demokratische Gesellschaft nur bauen, wenn wir es schaffen, die Arbeitswelt demokratisch zu gestalten. Und der Gedanke, der fehlte mir jetzt im Grunde genommen hier im Programm, der tauchte gar nicht mehr auf. Und das ist ein bisschen verwunderlich, wenn man so etwas mit arbeitssoziologischem Hintergrund an die ganze Sache rangeht, weil man sich denkt, also warum taucht das eigentlich nicht mehr auf? Das ist ein ganz zentraler Punkt. Also von Genossenschaften ist hier die Rede und von ähnlichen Dingen, aber das ist eigentlich nicht, das berührt nicht den Kern von dem, was mal Gegenstand der Debatte war. Und ich finde das nach wie vor eine ziemlich wichtige Diskussion. Also wie gestalten wir eigentlich sowas wie betriebliche Demokratie? Ich würde das nach wie vor für richtig halten zu sagen, der Betrieb ist ein ganz zentraler demokratischer Lernort. Und wie da mit den Menschen umgegangen wird und wie dort bestimmte Regeln eingehalten werden oder auch nicht, hat eine ganz konkrete Auswirkung auf das, was uns die demokratische Qualität einer Gesellschaft insgesamt dann vor Augen führt. Und ich glaube, da kommen wir gar nicht drum rum. Also das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Und wenn wir das noch ein bisschen weiterführen, das habe ich jetzt gar nicht zum Gegenstand des Vortrags gemacht, und schauen uns an, was da in Sachen Mitbestimmung, in Sachen Tarifflucht, in Sachen Arbeitnehmerrecht im Moment passiert, kann man natürlich wiederum sehr viel pessimistischer sein, als ich das am Anfang war, als ich gesagt habe, Demokratie hat eine große Zukunft. Da kann man sagen, na gut, also möglicherweise erodiert Demokratie natürlich gerade darüber, dass sich Arbeitsverhältnisse so verändern, wie sie sich im Moment verändern. Und um noch einen letzten Punkt zu machen, interessant ist ja, dass der öffentliche Sektor
ein ganz prominenter Vorreiter ist, bestimmte arbeitnehmerrechtliche Strukturen, bestimmte Regularien, auf die man sich verständigt hatte in langen Prozessen, sich auch davon zu verabschieden. Und auch das ist sicherlich eine problematische Entwicklung. Also das soll ja von meiner Seite aus gar keine Schönfärberei sein, wenn man sagt, also dass also Demokratie als Grundprinzip hat, wird eine große Zukunft haben, aber die Gefährdungspotenziale sind natürlich unübersehbar. Dazu gehört dann im Übrigen auch genau diese Frage von der sozialen und materiellen Ungleichheit, weil die hat ja ihre Quellen, unter anderem auch in den betrieblichen Arbeitswirklichkeiten. Das kann ich auch unterstützen, also dass man also diejenigen, die unsere Gemeingüter produzieren, nicht aus dem Blick verlieren sollte. Ich bin ein starker Vertreter für kommunale Betriebe, also ich bin vom Berliner Wassertisch. Wir wollen also einen Eigenbetrieb haben, möglichst mit Bürgerbeteiligung, nicht nur in Informationen, sondern auch, dass wir dann als Bürger mitreden wollen hinterher und auch mitbestimmen wollen. Das ist dann Neuland. Aber wir haben also etwas erlebt hier in Berlin mit diesem Wasserbetrieb, was überall stattfindet. Das sind diese Public-Private-Partnership-Verträge, die wegen der Armut der Kommunen, die sie als Stützpfeiler bezeichnen, sozusagen der Ausweichschritt, weil die Schuldenfalle, weil die Schuldenbremse besteht, besteht darin, dass die Finanzpolitiker aller Kommunen diese PPP-Verträge abschließen mit 30 Jahre Laufzeit, immer geheim und sozusagen außerhalb jeglicher Transparenz. Und deswegen wäre meine Forderung unter der Überschrift, durch wen ist Demokratie beschädigt, dass wir diese Public-Private-Partnership-Verträge bekämpfen. Ganz klar sagen, wir wollen die nicht, weil dadurch Demokratie ausgeschaltet wird. Und ich wollte Sie einfach bitten, dass Sie diese PPP-Verträge mit reinnehmen, weil wir haben ja erlebt, einmal geschlossene Verträge, 1999 geschlossen, gelten immer, egal was für ein Unrecht da vereinbart wurde und ist nur mit teurem Geld auf Bürgerkosten wieder sozusagen zurückzukaufen. Und deswegen müssen wir nach unserer Meinung die PPP-Verträge von vornherein bekämpfen, dass das gar nicht erst passiert. Und da hätte ich mir eine klarere Position erwünscht. Ja, wir haben noch Zeit für eine Frage. Ja, okay, dann zwei, weil wir müssen 15.30 Uhr mit den Workshops beginnen. Tut mir leid, dass wir nicht mehr Zeit haben, aber Dr. Vogel, Sie sind wahrscheinlich noch ein paar Minuten hier. Ne? Vielleicht können also einzelne Sie, Fragen Sie können noch das handhaben, wie Sie das bei Ihnen. Sie können sich daran also zwei Fragen noch. Ich muss um Ihr Verständnis bitten. Ich habe auch eine kurze. Die Frage nochmal zu dem Gefährdungspotenzial der Ungleichheit. Ist es wirklich die materielle Verteilung der Ungleichheit oder sind es die fair oder unfairen Chancen, an die Reichtümer zu gelangen? Also kurz und knapp würde eine Gesellschaft, die sehr mobil wäre, rauf und runter, demokratisch ein anderes Potenzial haben als der, in der die Statusverteilung und die Reichtumsverteilung sehr fixiert sind. Ja, so wie sich im Moment die Reichtumsverteilung stattfindet, darstellt, ist es natürlich mit dem Rauf und Runter eher schwierig. Also ich wollte auch das gehört zu einem Gedanken, der zu Beginn mit der Profitierung und mit dem Zugewinn deutlich werden sollte, nämlich dass eine demokratische Gesellschaft natürlich von einem bestimmten Maß an Mobilität auch lebt. Das ist ganz klar. Natürlich, eine demokratische Gesellschaft muss immer auch das Versprechen enthalten, sich weiterentwickeln zu können, vorwärts kommen zu können, sich sowohl beruflich als auch sozial in seinen familiären Verhältnissen, in seinen Arbeitsverhältnissen etc. Entsprechende Freiräume zu haben. Nur das ist nochmal ein anderer Punkt als die eklatanten sozialen und materiellen Disparitäten, die wir beobachten, wenn wir über soziale Ungleichheit reden oder die Pearson und Hacker beispielsweise für die USA beschreiben, wo wir eigentlich nicht mehr davon ausgehen können, dass bestimmte Mobilitäten möglich sind, sondern wo bestimmte Abschließungsprozesse stattfinden, also Closed Shops im Grunde genommen stattfinden. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die diametral zu den Vorstellungen auch einer Ideengemeinschaft von Ebenbürtigkeit und Einbezogensein von Demokratie stehen. Und deswegen gebe ich der Frage der Ungleichheit einfach so ein starkes Gewicht. Ich gebe aber der Frage der Ungleichheit eben auch so ein starkes Gewicht. Und da kommt nochmal Ihr Aspekt mit rein, weil ich natürlich ein großer Freund der öffentlichen Güter bin und auch fest davon überzeugt bin, dass die öffentlichen Güter eigentlich auch im historischen Rückblick betrachtet immer die beste Möglichkeit waren, eine bestimmte Form von Egalität in einer Gesellschaft herzustellen und zu gewährleisten. Und wenn wir uns gesellschaftlich dieses Kapital aus der Hand
Hand schlagen lassen, öffentliche Güter, dann glaube ich, begehen wir einfach einen ungeheuren Fehler, ein Kapital, was erwirtschaftet worden ist, zu verspielen. Möglicherweise in Public-Private Partnerships, aber auch in anderen Prozessen. Also davor, glaube ich, kann man mit Blick auf die Qualität einer Demokratie, mit Blick auf den Zustand der Baustelle Demokratie, kann man davor im Grunde genommen eigentlich nur warnen. Und zwar nicht nur gesellschaftspolitisch, sondern eigentlich auch aus gesellschaftswissenschaftlichen Erkenntnissen heraus. So, dann eine Frage noch. Erstmal eine Anmerkung, dass hier das Thema Arbeitsweltbetriebe nicht auftaucht, wundert mich nicht so. Wir sind bei den Grünen und bei der Böll-Stiftung und nicht wie vor 3 Wochen in der TU bei der anderen Seite des Lagers, wo man sagen, linke Gewerkschaften und so, da war das schon ein Thema. Es ist auch interessant, wie die Lager sich teilweise Themen ausblenden. Das liegt natürlich auch ein bisschen an unserer Arbeitswelt, wie sich verändert hat. Nicht? Immer weniger Gewerkschaftsmitglieder wir haben und Unternehmen, die gebunden sind und die ganze Wirtschaftsverfassung ja teilweise auch nicht mehr so ist wie 20 Jahre und da ist etwas vergessen worden ist, dieser Bereich. So meine Frage, also Demokratie lebt von ihren Bürgerinnen und Bürgern, aber sie lebt eben auch von denen, die Demokratie herstellen. Ja, es gibt immer weniger, die herstellen durch diesen enormen Personalabbau, gerade im kommunalen Bereich und dergleichen. Und Sie sagten ja, der Rest, der beutet sich selber aus, der geht arbeiten, obwohl er schon lange nicht mehr versorgt wird, auch bei uns angemessen. Aber es gibt eine andere Tendenz, die auch noch zu verzeichnen ist, dass es nämlich nicht nur darum geht, Partizipation im Sinne von Demokratiebeteiligung, sondern das Ehrenamt wird jetzt ausgebaut. Das heißt, der Bürger wird gebraucht, partizipativ die Lücken, die die Kommunale oder die anderen geschaffen haben, zu füllen. Oder auch Tafeln oder was wir alles haben. Das heißt, wir haben so eine Amerikanisierung des Modells, dass der Betrieb läuft weiter, aber ohne Rechte, ohne Partizipation an Mitteln und anderen Entscheidungsbewegungen, sondern eben durch Ehrenamt. Wollen Sie da noch eine Frage zu formulieren? Oder? Naja gut, ich wäre etwas... Ich wäre wahrscheinlich etwas vorsichtiger als Sie, weil ich nicht davon ausgehen würde, dass öffentliche Güter genuin nur staatlicher oder kommunaler Art sein müssen, sondern öffentliche Güter werden natürlich auch durch andere Akteure hergestellt. Das dürfen wir nicht so ganz übersehen. Also auch Vereine, Kirchen, Genossenschaften wirken da sehr segensreich für eine Gesellschaft und für die Struktur öffentlicher Güter. Also ich würde das gar nicht gegeneinander ausspielen wollen, glaube ich, dass man jetzt sagt, also das eine und das andere. Und ich würde es eigentlich auch nicht als eine Amerikanisierung bezeichnen wollen. Also auch in Amerika, wenn man sich die amerikanische Gesellschaft anschaut, da gibt es natürlich auch sehr viel bürgerschaftlichen Sinn dort in den jeweiligen Kommunen, in den Städten. Also ich will das nicht beschönigen, aber das ist natürlich schon auch vorhanden. Es ist einfach eine andere Kultur, öffentliche Güter zu produzieren. Und da würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, das eine ist sehr viel besser und das andere ist sehr viel schlechter. Wir haben hier eine bestimmte kommunale Tradition in der Herstellung öffentlicher Güter. Wir haben hier eine bestimmte staatliche Tradition in der Herstellung öffentlicher Güter. Die sollten wir auch bewahren, aber wir sollten uns nicht alleine darauf konzentrieren, sondern gerade im Sinne von Partizipation und Teilhabe und auch von den Arbeitsbedingungen her kann es ja möglicherweise auch sinnvoll sein, da tatsächlich eher mit einem Mix oder mit unterschiedlichen Bewirtschaftungsformen, das einfach so zu sagen. Und die Frage der Arbeit, das würde ich jetzt gar nicht unbedingt im Parteienspektrum so sehen. Ich glaube, die Frage der Arbeit spielt in allen Parteien eine ganz große Rolle. Das ist auch an die eigene Disziplin gerichtet. Also ich glaube, wir selber in der Soziologie vergessen häufig, dass gewissermaßen genau diese Tradition, also des Nachdenkens über Demokratie, dass es etwas darüber, damit auch zu tun hat mit dem Nachdenken über Arbeitsverhältnisse in einer Gesellschaft und Arbeitskonflikte und wie werden die ausgetragen, wie werden die gestaltet. Also da glaube ich, wäre ich auch etwas zurückhaltender in meinem Urteil, als Sie da sind. Und auch wenn man über Genossenschaften spricht, spricht man natürlich auch über Arbeitsverhältnisse und auch nicht über Unwesentliche. Ja. Also Sie merken schon, Dr. Vogel, Sie haben eine interessante Debatte ausgelöst mit Ihrem Vortrag. Es tut mir leid, dass wir hier nicht weiter diskutieren können, weil wir sonst mit den Workshops nicht mehr hinkommen zeitlich. Zunächst mal ganz herzlichen Dank, Dr. Berthold Vogel, für Ihren Vortrag. Dankeschön.